ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Vanessa, eure Nessi, eure Lipstick Bunnies, wie auch immer ihr es haben wollt. Ich habe mir etwas einfallen lassen, und zwar möchte ich hier für YouTube tatsächlich das Tutorial drehen für meinen Pink Look. Und ich habe echt noch Pink Passion Look, heißt das. Der wird am Freitag, den 8.5. ja, ich weiß, online gehen, und zwar bei Instagram. Da bin ich zu finden unter Lipstick Bunnies. Ich kann es gleich nochmal unten in die Infobox packen und möchte ganz gerne etwas damit zaubern. Dafür zaubern, und ich möchte dich gerne mitnehmen. Ich habe mir jetzt ein paar Produkte bereitgelegt, die ich gerne benutzen möchte, oder noch nicht. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher zu 100%. Ich habe einmal dieses NYX Pigment. Ja, ich weiß, viele werden jetzt sagen, NYX ist nicht tierversuchsfrei, aber es ist gekauft. Und ich brauche alles, was ich gekauft habe, auch auf. Das ist ein wunderschönes NYX Pigment. So. Das heißt, wo ist der? Das ist PIG 18 Crazed. Wunderschöne Farbe. Wunderschöne Farbe. Möchte es gerne swatchen. Das funktioniert aber gerade nicht. Ich muss noch meine Uhr abnehmen. Ich sage ja, ich bin hier kein Profi. Das ist ganz neue Erfahrung für mich, YouTube. Also besser gesagt, YouTube-Videos drehen. So, ich habe jetzt noch etwas Pigment auf dem Finger, nur minimal. Man sieht, ich habe nur zu wenig Pigment drauf. Muss mal gucken, dass ich etwas mehr bekomme. Ja. Oder ich einfach was umfülle. Kurz in den Deckel. Pleiten, Pech und Pannen. Hier wird nichts geschnitten. Gerade. Es ist ein dunkles Rosa. Es ist so. Ja. Jetzt könnte man es gleich sehen. Jetzt. Ich versuche es nochmal. Lila? Rosa, meine ich. Pink. Es ist halt. Ja, es schimmert etwas. Aber es ist auch nicht zu krass. Könnte klasse als Highlight irgendwie fungieren. Unter dem Auge oder. Mal schauen. Jetzt habe ich mir natürlich auch gleich meinen Schminktisch eingesugelt. Ist ja klar, hier wird heute mal nichts gelöscht. Beziehungsweise wenn, dann nur ein kleiner Cut, aber zur Not nur beim Blenden. So, jetzt habe ich das mal versucht wegzubekommen. Denn ich habe mir noch rausgesucht den Highlighter von Chaos Makeup. Den habe ich nämlich auch mal geschenkt bekommen. Und der ist schön rosa. Den werde ich auf jeden Fall benutzen, weil das bietet sich einfach an. Bietet sich einfach an. Dann habe ich hier die Aurora Lights Palette von BH Cosmetics. Und die hat auch wahnsinnig schöne Pinktöne. Obwohl ich glaube, dass die beiden schon zu Flamingo-Farben sind und nicht mehr pink genug. Aber der hier ist wunderschön. Welche Palette ich zum Beispiel noch nicht getestet habe, ist diese Leoparden-Palette von Makeup Revolution, und da gibt es auch wunderschöne Pinktöne. Und da bin ich halt sehr arg am Überlegen, weil schön. Und weil ich sie so liebe, könnt ihr übrigens auch auf dem Blog sehen: Trendy in Tokyo von BH Cosmetics. Alles bis auf die. Nein, ihr könnt die Aurora Lights und das NYX Pigment auf meinem Blog sehen: lipstickbunnies.de. Und wie ihr seht, wie du siehst, hier wunderschön. Es kommt ja immer drauf an, ihr oder du, weil schließlich weiß ich ja gar nicht, wie viel sitzen da jetzt gerade vor einem Fernseher bei dir. Gut, also auf jeden Fall könnte ich diese Pinktöne auch benutzen. Die habe ich aber schon benutzt bei dem Video mit den Pfötchen. Das kennst du wahrscheinlich schon. Und ja, ich habe noch keine Ahnung, was ich mache, aber ich lege mal los. So, ich fange an mit meiner Wet n Wild Foundation. Auch hier ist man mittlerweile mit dem Tierversuch nicht mehr ganz so sicher. Das Problem ist nicht, dass die Firma es jetzt neu hätte, dass sie kein Zeichen mehr haben. Das Problem ist, dass sie definitiv in China verkaufen, und da müssen Sachen an Tieren getestet werden. Und deswegen, wenn ich ein Wet n Wild Produkt aktuell in Kamera halte, es ist dem Aufbrauchen geschuldet. Definitiv, es ist dem Aufbrauchen geschuldet. Ich möchte nämlich wirklich nichts wegwerfen müssen. Und ich muss erstmal mein Spiegelchen wieder herholen, weil ich brauche ja meinen Spiegel. Ich bin sonst blind wie ein Maulwurf. So, das ist die Farbe
Welche Farbe bist du? Nude Ivory. Und Nude Ivory ist bei mir, also ich bin eigentlich ein sehr helles Häutchen. Ist sehr dunkel schon, aber da ich nicht sehr viel benutze, ich klappe das super mit dem Verteilen und dass ich nachher nicht aussehe wie so ein Clown. So. Ich versuche mal nicht großartig wegzugucken, weil ich habe ja wie gesagt meinen Spiegel hier und ich muss doch auch sehen, was ich tue. Ich habe auch neue Beleuchtung, Methode, alles an den Tag gebracht, Hilfe. Naja, damit alles gut sitzt und damit ich mich auch gut hier weiterentwickeln kann. Für euch, für dich, je nachdem. Also gesagt, ich weiß nicht, wie viel du, mit wie vielen Leuten du gerade guckst. Ja, die Foundation ist nicht ganz so mein Ding mittlerweile, weil sie doch sehr creased an der Nase und auch hier, das wird sich gleich zeigen, also es wird sich im Laufe der Zeit zeigen. Ich werde jetzt hier noch nichts mit Concealer arbeiten oder sowas. Ich berechne nämlich mein Fallout ein. Und ja, ich sage immer so, liebevoll, auch bei Instagram, wenn ich etwas mache, ist das immer mit meiner Technik, die ich in all der Zeit jetzt für mich rausgefunden habe, die am besten für mich ist. Denn tatsächlich, es versuchen Leute mit meiner Technik nachzumachen und es klappt einfach nicht. Ja, das war es erstmal fürs Gesicht. Ich versuche jetzt mal abzukleben. Ich habe nämlich tatsächlich wieder dieses Tape und das Tape. Da wurde ich jetzt auch tatsächlich mehrfach gefragt, weil wir uns unterhalten hatten. Also ich wurde nicht von Lesern gefragt, sondern während einer Unterhaltung, wo ich das gekauft habe. Ich habe die Dinger gekauft bei Primark für 1,50 € und die sind gar nicht so verkehrt. Also sie kleben wunderbar, sie halten, was sie machen, also sie machen, was sie tun sollen. Man kann sich super die scharfe Kante mit abkleben. Das ist sehr, sehr geil, weil die halten auch klasse. Halten sehr, sehr gut. Also Primark hat sowas, falls der Primark denn schon wieder auf hat. Kommt halt immer drauf an, wenn ihr das Video guckt. Es wäre dann heute nämlich der 7.5.2020. Corona hat uns immer noch im Griff. So, jetzt mache ich mit meinem Concealer noch schnell meine Lider klar und dann wollen wir mal loslegen hier mit dem Make-up. Die Lider sind gemacht und jetzt werde ich nochmal mit meiner Farbpalette der Miss Bella Palette werde ich nochmal den Concealer fixieren. Wenn ihr mich jetzt fragt, warum die Miss Bella Palette, warum nicht eine andere? Ich versuche die Miss Bella Palette tatsächlich aufzubrauchen, weil sie mir nicht ganz so gefallen hat. Ach, ich habe doch hier auch einen Spiegel. Und deswegen, ja, auch zu ihr gibt es einen Blogbeitrag. Besser gesagt, gibt es eigentlich schon zwei. Einmal, nein, es gibt erstmal nur einen tatsächlich. Beim zweiten klemme ich nämlich noch, denn, also ich habe eine Kategorie auf dem Blog, die heißt The Holy Fail. Und in dieser The Holy Fail Kategorie zeige ich dir nochmal, welche Sachen zum Beispiel bei mir gar nicht funktioniert haben. Ich sie dann aber nochmal benutzt habe. Also ich bewerte relativ fair. Ich lasse meine Meinung auch nicht kaufen oder was auch immer. Versuche so fair es geht zu machen. Ich schreibe grundsätzlich dazu, dass es bei mir nicht funktioniert. Wenn es aber bei dir zum Beispiel funktioniert, ist es wunderbar. Und zum Beispiel habe ich die Soeva Foundation getestet. Bei mir sah sie schrecklich aus. Dann habe ich sie ein paar Monate liegen gelassen, weil ich gedacht habe, okay, das könnte an dir liegen. Aber es lag tatsächlich nicht an meiner Haut. Ich habe sie dann nochmal getestet und habe sie dann bei The Holy Fail gezeigt. Und muss gestehen, für mich, für meine Haut, ich habe sehr trockene Haut, ist es einfach ein Fail-Produkt. Geht nichts drüber, ist leider so. Und ja, so, und was fangen wir an? Ich würde ganz gerne als allererstes tatsächlich, ach, ich kann meine Augenbrauen machen. Ja, ich bin heute ein bisschen verpeilt, wahrscheinlich. Ich mache meine Augenbrauen nie stark. Ich mag keine Insta-Braue. Und ich bin sehr bedacht darin, dass sie relativ natürlich ausschaut. Und deswegen gebe ich ihr nur etwas zusätzlich Farbe und ein bisschen Halt, wenn es dann funktioniert.
Ich teste gerade diesen Essence-Pinsel, weil ich den noch habe. Und ja. Falls dir also jetzt gerade einfällt, oh, die hat aber hässliche Augenbrauen. Ich stehe auf Natur. Ich stehe auf den Naturlook. Ich mag das nicht so, wenn das so extrem übertrieben ist. So, ich muss doch noch mal in den großen Spiegel gucken. Perfekt, reicht mir persönlich sehr. Aber so kann ich nämlich jetzt perfekt mit den Augen anfangen. Und da fange ich tatsächlich an mit dem hellsten Ton aus der. Oh, mit dem, am besten diesem Ton. Das ist Anime aus der Tokio-Palette. Anime ist etwas pink, ja, und schimmrig. Und ich bin gespannt, weil normalerweise setze ich unter meine Brauen keinen schimmrigen Lidschatten. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie das wohl wird, wenn ich das gleich dann auch noch verblende. Ich blende natürlich meistens nicht gleich, nicht sofort, sondern ich warte immer ein bisschen, bis ich meistens alle Farben habe, die ich möchte. Und ich muss dringend diesen Concealer von Wet n Wild loswerden, denn tatsächlich habe ich ein Problem damit. Ich habe danach immer Fusseln im Gesicht. Und ich habe immer irgendwie das Problem, dass ich nicht weiß, was ich jetzt damit anstellen soll. Also ich habe immer irgendwelche schwarzen Flusen am Auge oder ja. Wer weiß das schon, was es dann so im Prinzip soll. Aber es liegt halt, es ist halt dem Concealer geschadet. Ich versuche das jetzt so hoch es geht, so möglich zu machen, damit du siehst, was ich hier tue. Ich habe gesagt, ich sollte vielleicht die Kamera mal ein bisschen. Dann muss ich mich nämlich auch nicht verstecken hinter der Kamera. Aber ich bin tatsächlich auf dem Auge nicht so blind wie auf dem. Nee, andersrum, auf dem bin ich blinder als auf dem und so. So habe ich halt das Problem, dass ich auch mit dem kleinen Spiegel hier nicht arbeiten kann. Also ich sehe nicht mehr als normal. Den kleinen Spiegel, ja. Das hat schon mal Bäm. Also ich finde, diese Farbe hat einfach nur Knalleffekt. Die ist richtig cool. Also bei den BH Cosmetics Farben. Wenn du noch keine getestet hast von BH Cosmetics, kann ich sie dir nur ans Herz legen, weil die sind wirklich Bäm. Also man sieht, es ist nur so ein bisschen. Und ja. Jetzt werde ich meinen Blenderpinsel benutzen. Das ist von Evelyn. Einer der Pinsel. Sieht auch dementsprechend schon aus. Und werde. Ich werde jetzt in diesen Ton gehen. Das ist so ein leicht schimmriges Tönchen aus der Palette. Aus dieser Palette. So. Vielleicht geht das so. Ich brauche tatsächlich den kleinen Spiegel. Ich bin fast blind. Das ist ja wirklich gemein. Also, das ist jetzt auch wirklich so eine Premiere, dass ich hier. Sage, okay, ich mache das so. Oh, der Ton ist tatsächlich auch leicht schimmrig, also wird mein Look sehr, sehr schimmrig. Er ist aber auch heller als das Ding und so ist das eigentlich nicht gewollt. Also werde ich den mal etwas vertiefen mit dem anderen, dem Ton, der daneben liegt. Und mal schauen, dass es klappt. Ich hoffe, dass es natürlich klappt. Bin natürlich eigentlich nicht so der Freund von komplett Schimmerlooks. Aber man sieht es auch gerade irgendwie nicht in der Kamera. Da muss definitiv eine andere Kamera her, beziehungsweise ein neues Handy. Und dann klappt das auch besser. Dann kann ich dich besser mitnehmen, wenn ich mich schminke. Kann dir das besser zeigen. Also ich gehe vom Krassen ins Gedecktere. Beziehungsweise ich versuche es jetzt mal so zu handhaben, dass ich ein bisschen aufbaue.
So, und da habe ich nämlich schon den Fallout. Obwohl das eigentlich nicht sein sollte, habe ich tatsächlich schon Fallout. Das Schöne ist aber, dass man ja die Farben nachher als Rouge, als Blush benutzen kann und so. Das ist echt ein kleiner Vorteil. So, ich habe nämlich jetzt mich dazu entschieden, aus der Tokio-Palette Mr. Fuji zu benutzen, damit ich die noch etwas dunkler kriege, die beiden Töne hier. Ist halt auch sehr schimmerig. Also es wird ein sehr schimmriger Look, was ich eigentlich, wie gesagt, nicht mag, weil ich so leichte Schlupflieder habe. Und ich mag das Pink sehr gerne, muss ich gestehen. Ich mag das Pink sehr, sehr gerne. Und jetzt will ich mal gucken, dass ich dieses andere Pink von der Palette, von der Cougar-Palette hier benutzen kann. Das ist doch recht ordentlich, recht dunkel. Da bin ich mal gespannt, ob ich das gut aufbauen kann. Hier hinten. Ich sollte vielleicht auch richtig Farbe aufnehmen. Nur so als kleiner Tipp eigentlich. Und ich sollte das Chaos beseitigen, damit sich die Paletten hier nicht gegenseitig wehtun. Ja, ich sehe, glaube ich, manchmal einfach nur Gespenster. Ich habe das Gefühl, die Paletten tun sich gegenseitig weh. Ja. Das ist jetzt auch übrigens der erste Test mit dieser Palette, mit der Cougar-Palette. Ja. Und wie du erkennen kannst, ich rödel hier wirklich schon rum. Also ich bin hier wirklich am Arbeiten, am Wursteln, am Machen und am Tun. Also richtig vom Sock zieht es mich nicht. Es ist zwar eine schöne Farbe, aber dafür, dass ich so heftig aufbauen muss, das irritiert mich dann schon etwas. Ich versuche mal diesen Spiegel ein bisschen anders zu halten, damit ich vielleicht ein bisschen besser gucken kann. Wie gesagt, es ist etwas schwieriger, also versuche ich es mal eben so. Und ich hoffe, du verzeihst mir, dass man es kurzzeitig nicht ganz so gut sieht, wie ich versuche, diese Farbe aufzubauen. So. Nochmal checken. Komisch. Auf der einen Seite sieht es intensiver aus als auf der anderen. Und schöner auch. Und wie weiter? So, wie du siehst, ich habe hier jetzt schon eine Farbe drauf, denn ich habe mich jetzt spontan dazu entschieden, diese Farbe aus der Aurora Lights Palette zu nehmen. Das ist Magical. Und Magical knallt richtig cool. Und ich dachte, gut, okay, testest das kurz an, was willst du haben? Und habe mich somit für Magical entschieden. Jetzt nutzen wir das mal. Auf dem anderen Auge. Das macht nämlich sofort, wie du siehst, bam, da ist hier nichts drauf gewesen vorher, außer die anderen Farben. Und es ist halt sofort bam da und es funkelt und es ist halt, ich mag das mehr, als wenn ich jetzt hier so extremst lange rum experimentieren muss. Da bin ich nicht so der Freund von. Ich bin wirklich so ein kleiner ungeduldiger Mensch. Und mag es tatsächlich eher, wenn ich jetzt sage, okay, hier, da ist es nun. Hallo, hallo, hallo. Sieht es natürlich dem Look mit dem, denkst du ja relativ ähnlich, aber wenn du das Video vorher gesehen hast mit dem Schnelldurchlauf für die Pfötchen, beziehungsweise die Pfötchen habe ich dann ja langsam gezeigt, dann siehst du natürlich, dass es ganz andere Produkte sind, die ich benutzt habe. Und jetzt möchte ich noch versuchen, das Pigment einzuarbeiten. Ich muss aber erstmal hier meinen. Und also ich habe so einen Pinselreiniger, der ist von der Eigenmarke von Rossmann und den und dann reinigt sich der Pinsel fürs Erste, also es gibt dann kein Pigment mehr ab. Ich kann das ja mal zeigen. Da ist dann nichts mehr und den kann man dann nämlich super benutzen. Ich möchte jetzt ganz gerne gucken. Ich nutze natürlich nur den Deckel, weil ich habe jetzt natürlich das Pigment da drin. Na komm. Moment,
dass hier hinten ein bisschen stärker wird. Also diese Farbe von Makeup Revolution noch mal ein bisschen mehr zum Fetzen bringen. Das sieht man kaum, das ist sehr schlecht irgendwie gerade. Ne? Obwohl, nein, doch, das sieht man. Es gibt gleich einen Farbunterschied. Ich zeige euch das. Hier. Ich muss mich daran noch drin gewöhnen. Also ich habe dafür für meinen Blog wirklich lange gebraucht. Jetzt ist es abgedunkelt. Da ist es nicht. Ich habe dafür lange gebraucht, tatsächlich, um mich ans Du zu gewöhnen, weil man ja immer nicht weiß, okay, mögt ihr das oder nicht. Und als ich das dann gemacht habe, hieß es dann, ja, cool, endlich sagst du, das ist wunderschön. Und das dürft ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Also, ne, alle sind jetzt hier aufgefordert, ihr, lieber du oder lieber ihr, was hättet ihr gerne? Was möchtest du? So, ich versuche das, soweit es geht, auch wirklich Hand zu haben, dass du alles erkennen kannst. Na gut, okay, das ist jetzt noch etwas hell. So, jetzt haben wir es. Jetzt ist es soweit. So, den Rest des Pigments fülle ich nachher natürlich zurück in deinen Behälter, so wie sich das gehört. Und mache wieder meinen Pinsel vorsorglich sauber. So. Und das Auge. Also erstmal kann ich mir jetzt den Highlighter gönnen. Den mache ich mir nämlich auch tatsächlich mit einem kleinen Fächerpinsel, wenn ich ihn gleich finde. Einen kleinen Fächerpinsel unter die Augenbraue. Davon braucht man auch wirklich nur ganz, ganz zart wenig, weil ich habe da wahrscheinlich gerade schon zu viel drauf. Erstmal abklopfen. Ja, bam. Das erkennt man sofort. Bam. Sofort ein Effekt, der in der Augenbraue sitzt, weil ich natürlich gerade etwas viel benutzt habe. So. Nachher noch hier auf die Nasenspitze und dann glowt das auch richtig, dann glowt in the dark quasi. Die sind echt toll, die Highlighter. Jetzt überlege ich gerade, was mache ich auf den unteren Wimpernkranz. Und zwar habe ich ein kleines Kästchen vor mir, da habe ich so meine Schrottprodukte drin, also beziehungsweise nicht Schrottprodukte, sondern die Sachen, die ich gerne aufbrauchen möchte. Und das ist dieses Kästchen und da ist unter anderem auch halt dieser Concealer von Wet n Wild drin. Eigentlich, also der Concealer von Wet n Wild ist da drin. Jetzt wieder. Die Foundation passt leider nicht rein, weil sonst Verstopfung. Ich habe noch einen zweiten Concealer hier drin. Das ist der von Essence. Den benutze ich gerne eigentlich. Das ist der Camouflage Concealer in Matt. Ich mag den eigentlich ganz gern. Aber im Moment möchte ich ihn gerne aufbrauchen, weil ich einen anderen Holy Grail habe. Ich habe halt was gefunden, was mich wirklich, wirklich glücklich macht. Und ja. Und auch den Trended Up Kajal in dieser Farbe, in diesem Lila, möchte ich ganz gerne aufbrauchen. Und den benutze ich jetzt mal. Vielleicht ist das gar nicht so unperfekt für die untere Wasserlinie. Ich bin da sehr gespannt gleich, wie das so ist. Ich muss gleich noch einen Lidstrich ziehen. Ich bin kein Experte im Lidstrich ziehen. Würde das lieber ganz gerne off-camera machen, weil ich eben nicht ganz so gut das Ganze hinbekomme. Ist euch mal aufgefallen, dass man solche schönen Gesichter sieht? Das ist sehr, sehr schön. Also ich bin davon auch nicht befreit. Im Gegenteil, ich mache es ganz, ganz schlimm. Ja, ich möchte es jetzt wirklich nicht korrekt auf der Wasserlinie sitzen haben. Das Lila. Ich versuche den ein bisschen mit nach unten zu nehmen, damit es gleich ein bisschen einheitlicher aussieht. Und damit ich dann gleich ein
schönen Lidstrich ziehen kann. Aber ich weiß noch gar nicht, in welcher Form ich den ziehen will. So, und weil ich das jetzt noch so richtig schön schlampig gemacht habe, nehme ich jetzt nochmal Pinsel und versuche das nochmal zu verblenden. Was bei einem Auge mal funktioniert, funktioniert nicht beim nächsten. Ist bei mir so ganz schlimm. Ich habe zum Beispiel auch schon wieder ein bisschen Tränenaugen. Aber das liegt halt an der Allergie. Beziehungsweise ich müsste Allergietabletten holen. Frische. Ich gehe bestimmt genauso. Ein kleiner Pinsel. Für dann das Highlight im Augeninnenwinkel. Das machen wir gleich zusammen. Erst ziehe ich mal den Liner ohne Kamera und dann bin ich gleich wieder zurück. So, ich habe mir jetzt noch die Wimpern getuscht und möchte jetzt, natürlich könnte ich bereits das Klebeband abziehen. Das sollten wir vielleicht auch als allererstes mal tun. So. Und Achtung, wenn ich es auch kriege. Da, eine gerade Kante. Eine richtig schöne gerade Kante. Obwohl ich hier nochmal meinen Liner nachziehen muss, aber das ist jetzt auch kein großes Problem. Immer schön gleich alles wegschmeißen. Ja. Ich habe mich entschieden für einen goldenen Liner, mehr Passion. Und hier muss ich gleich noch definitiv ein bisschen, bisschen was machen. So, jetzt nutzen wir aber erstmal diesen wunderschönen Highlighter von Chaos. Und wie gesagt, immer schön. Handspiegel benutzen. Wahrscheinlich gibt es weitaus, also naja, natürlich gibt es weitaus professionellere YouTuber als mich. Das ist logisch. Ich bin auch kein Profi. Also ich bin auch kein YouTuber. Das ist erst mein viertes Video. Und das erste mit dem, wo ich permanent quatsche. Also ein längeres tatsächlich. Und ja, ich bin da sehr gewillt, noch ein bisschen was zu lernen. Und noch ein bisschen was zu machen. Das nenne ich einen Highlighter. Bam. So, und weil ich ja gesagt habe, dass ich alles später mit Concealer und also Krams säubere, das mache ich auch. Grundsätzlich immer. Jetzt suche ich noch eine. Das ist mein Schwämmchen. Mein Blender. Ich habe auch schon, man sieht es, Lippenstifte getestet, welche ich benutze. Und ich habe tatsächlich einen gefunden zum Thema Pink Passion, den ich auch gerne benutzen möchte. Und das ist auch ein älterer Lippenstift. Ich sortiere natürlich aus, aber er ist noch gut. Und ich mag ihn, also ich mag ihn für Fotos sehr, sehr gerne benutzen. Und bin auch halt sehr gespannt gleich, wie es wirken wird. Denn das ist tatsächlich das volle BAM-Programm, das volle Pink-Programm. Aber man muss mich jetzt erstmal kurz konzentrieren. Tada! Das Einzige, was mich gerade etwas ärgert, ist meine Nase. Denn ich habe von meiner Brille, also ich bin ja Brillenträger, und ich habe eine Druckstelle, Stelle. Ich sage, hey, hier wird nichts gecuttert, hier wird jeder Blödsinn erzählt, der ist. Und den versuche ich jetzt nochmal abzudecken, genauso wie auf der anderen Seite. Sieht jetzt wahrscheinlich wahnsinnig professionell aus, würde wahrscheinlich auch kein Profi machen, aber bei mir hat das bis jetzt immer funktioniert. Aber ich habe den Job nicht mal gelernt, deswegen egal. Es gibt ja bei jedem Brillenträger noch so andere Tipps, falls du Brillenträger bist und noch einen Tipp hast, wie das mit der Nasenflügel, wie ich das kaschieren kann. Ich nehme sie gerne an, ich nehme konstruktive Kritik immer gerne an und lass mich gerne überraschen von Sachen, die dann kommen. Bronzer, Gedöns benutze ich heute nicht, weil ich generell zwar nutze, aber ich bin heute etwas faul. Und ich finde dazu, dass das schon passt so, die Hautfarbe. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, ich brauche auch gerade keinen Bronzer oder irgend sowas. Aber Highlighter möchte ich halt trotzdem ganz gerne benutzen. Und dann nehme ich jetzt einen größeren Fächerpinsel. Bleibe bei Pink bzw. Rosa. Auch hier wieder Obacht, Obacht.
Weil das kann schnell zu viel sein. Deswegen, ja. Das merkwürdige Knistern ist übrigens meine Badezimmertür. Ist okay, hier wird nichts gecuttet. Ihr könnt selbst meine Familie hören. Corona-Zeit sagt, ihr könnt meine Familie hören. Es gibt gerade keine schlauen Unterhaltungen. Und nichts Interessantes. So, natürlich hat das jetzt nicht funktioniert. Also, tada. Ich setze mich immer ganz, 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 ganz gerne noch ein Highlight oben auf die Lippe, weil meine Lippe ist so klein, so. Ja, meine Oberlippe ist super klein noch. Jetzt hatte ich mir überlegt, nämlich einen gedeckteren Stift oder nicht. Und ich denke mir mal so, wer mich von Instagram oder von meinem Blog kennt, weiß eigentlich, all in is all in. Das ist der Metal Shock Lip Paint von Essence. Das ist die Farbe, die keinen Namen hat. Doch, 03 Lily of the Valley Stains the Skin. Verfärbt die Haut. Das ist klar. Sollte ja ein Lippenstift sein, beziehungsweise eine Lippfarbe. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal. Ich finde dieses Bürstchen auch super toll. So, jetzt brauche ich noch mal meinen größeren, meinen kleinen Spiegel. Absolut unprofessionell in Sachen Lippenstift ziehen. Ohne Käse jetzt. Also manchmal sieht es ganz schlimm aus. Dann bearbeite ich noch ein bisschen nach. Das werde ich wahrscheinlich auch gleich müssen, weil meine Unterlippe hier schon wieder hat. Und ich hab noch eine merkwürdige Besonderheit. Ja. Ich habe hier eine Stelle an der Lippe. Egal welchen Lippenstift ich auftrage, ob der kusecht ist, ob der super schnell antrocknet oder was auch immer. Es sieht nachher aus, als hätte ich so eine Delle. Den kann ich sogar vorher mit Lip Liner befestigen. Ich könnte ihn mit Kleber dran kleben. Jetzt nicht nachmachen. Ne? Also nicht machen, was ich gerade sage mit Kleber. Es würde nicht halten. Das ist ein, ich weiß nicht ganz, was es ist. Es ist eine Hautstelle, die möchte das nicht annehmen. Also besser gesagt, auch von der Lippe her und dann unten halt so ein Stück drunter. Fratzt immer aus, sieht immer furchtbar aus. Ich muss dann immer x-fach damit arbeiten. Aber bis jetzt. Ja. Aber ich sehe schon, dass es tatsächlich anfängt mit der Lippe. Man sieht es hier. Da ist diese Hautstelle. Das ist eine Katastrophe. Alles andere sieht gut aus. Diese Hautstelle sieht katastrophal aus. Und das werde ich jetzt mal reinigen. Und dann sehen wir uns mal von einem anderen Licht wieder. Beziehungsweise von einem anderen Hintergrund. Denn ihr könnt aktuell ja meinen Räumchen hinter mir sehen. Gleich seht ihr aber meine wunderschöne Wand. Und dann seht ihr den kompletten Look. Ich mache jetzt nichts mehr anderes. Ich werde jetzt nur diese Lippe säubern, Haare aufmachen. Oh, das ist jetzt das fertige Make-up. Ich finde, die Lippen sind mega dazu. Und ja, ich mag es natürlich gerne mit offenen Haaren. Der Highlighter knallt auch wie nichts Gutes. Das ist mein Look zur Pink Passion. Und ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Wenn es dir Spaß gemacht hat, kannst du ein Abo dalassen, ein Like, einen Kommentar. Kommentare wären ganz, ganz toll, damit ich weiß, was ich verändern muss oder was dir gefällt und was solche Sachen. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich beim nächsten Mal wiedersehe. Bis dato. Tschüss.